Kooperation mit der Universität Heidelberg misst Greenpeace die Luftqualität in deutschen Großstädten. Ziel dieser Messtour ist es, die Stickstoffdioxidkonzentration dort zu messen, wo Menschen konkreter Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind durch hohe Belastung von Stickstoffdioxid in der Luft. Diesel-Pkw verursachen besonders viel Stickstoffdioxid. Stickstoffdioxid ist ein hochgefährliches Reizgas. Und wenn es in den menschlichen Körper gelangt, wenn man es einatmet, Atemwegserkrankungen verursacht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, bis zu Krebs und vorzeitigen Tod. Gerade hier an der Kreuzung können wir eben bestimmte Ausschläge erkennen, wenn Autos anfahren, wenn es also grün wird, so wie jetzt gerade, dann sehen wir eben wenige Sekunden später, dass wir Konzentrationen von Stickstoffdioxid in der Luft messen, die über 100 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Und das ist eben schon kurzfristig auch eine gesundheitliche Gefahr, insbesondere für Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder auch Kinder und Ältere. Wir finden auch abseits von großen Straßen besorgniserregende Belastung mit Stickstoffdioxid. Und mit diesem Messgerät können wir eben dort messen, wo sich Menschen befinden. Und das ist eben dann diese Kölner Hintergrundbelastung, die wir jetzt heute haben. Das heißt, so ist eben gerade jetzt die Luftbelastung in Köln. Und das werden wir so ähnlich in allen verkehrsberuhigten Bereichen sehen, dass auch entfernt vom Verkehr eben noch eine relativ substanzielle Belastung zu finden ist. Wir fordern, dass endlich wirksame Umweltzonen eingeführt werden, die dreckigsten Fahrzeuge nicht mehr in die Stadt fahren dürfen. Und gleichzeitig muss der ÖPNV, also Bus-, Bahnverkehr und Radverkehr, massiv ausgebaut werden. Die Alternativen zum Pkw-Verkehr müssen gestärkt werden. Und wir fordern von der Bundesregierung, dass die Dieselsteuersubventionen in Höhe von über 7 Milliarden Euro endlich abgeschafft werden und eben saubere Alternativen gefördert werden, Elektromobilität und Gasantriebe beispielsweise.